Die Eisdinger Silvo. Also, was genau ist, kann ich dir natürlich. Wir haben nachts ein Rot. Ich schwöre. Ich glaube, die sagen mir nichts mehr. Hey. Nee. Gut. Ja, Tune muss erst den Tuner finden. Dann kannst du das normalerweise schon direkt. Du musst ihn halt nur finden. Das kannst du entweder, indem du halt einfach alles abfährst und hoffst, ihn irgendwas zu finden, oder indem du halt einfach im Internet nachschaust, wo die Dinger sind. Und wenn du einen Tuner für Audi gefunden hast, kannst du deinen Audi tunen. Oder deinen Nissan, wenn du einen Nissan Tuner gefunden hast. So, Eisgolem. Das sind natürlich zwei und die können mich vereisen. Erstmal einen Schluck trinken. So, ein bisschen mehr hier. So ist gut. Du bist nicht so weit weg. Her. Also lasse er sich töten. Oder? Töten lassen. Danke. Easy, war einer. So, dann machen wir den nächsten gleich. Muss ich ein bisschen aufpassen, sonst kommen gleich noch die Echsen. Oder sind die etwas weiter weg? Muss man ja auch aufpassen, weil die sonst einzeln tötet. Kann übrigens auch eingefroren sein, ohne dass das Eisen einen berührt. Aber ich weiß, dass Tessa Unlimited schon mal funktionierte. Damals hatte ich halt blaues Wasser. Blaues Wasser. Die Straße war halt Wasser. Also zumindest Teile der Straße waren halt dargestellt, als ins Wasser gewesen wäre. Easy. Siehst du, sag ich ja, sind halt nur ganz harmlose, normale, unbedeutende Eisgolems. Gar keine Herausforderung für mich. Heilwurzel. Ein bisschen aufpassen, hier sind noch irgendwo Schneewölfe oder sowas. Oder auch nicht. Ah ne, nur ein Troll und Echsenmensch. Naja. Dann geht das ja noch. Dann geht das ja alles noch. Oh, wieder weg. So ein Schinken, wenn ich durch bin. Ja, toll. Warum soll ich diese Kackversion, die du da hast, haben wollen? Wenn dann schon die PC-Version. Ich bitte dich. Nichts zu holen. Wieso wird mir noch angezeigt, wenn da nichts mehr zu holen ist?
Denk doch mal ein bisschen mitspielen. Uff. Ah, endlich wieder im Alpenlager. Ah, da ist noch Zeug. Kann ich euch inzwischen besiegen? Ich möchte dich wieder bedrücken. Wenn ich jetzt schnell genug bin. Geht ja sogar. Wird langsam ein bisschen knapp in der Lebensenergie und. Ja, natürlich ein ganz normales Wolfsfell, ist klar. Aber muss es ja wohl zuvor noch mal ein neues Item einzufügen. Ja, aber die Konsolenversion ist auch genauso scheiße. Kann ich ja gleich nicht spielen. Ich weiß auch, dass das mal lief. Ich weiß nicht, warum es nicht mehr läuft. Weil die Version, die ich habe, einfach scheiße. Die Lösung ist bestimmt, es sich illegal herunterzuladen. Die Lösung ist bestimmt, mich totschlagen zu lassen. Originalversionen laufen halt immer nicht. Das sollte man wissen. Braucht immer erst einen Crack, damit die Sache richtig funktioniert. Ja, das ist nur eine Spruchrolle. Ich dachte, das wäre eine Steintafel. Außerdem, wer weiß, wann du das fertig hast. Ich meine, du heulst dir jetzt schon rum, dass es zu schwer ist. Was war da oben? War da noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Gucken wir nach. Also ich weiß, dass es da hoch geht. Und dann geht es wieder runter. Es war auf jeden Fall ein oder zwei Höhlen. Gut, eins da oben. Ist es inzwischen wenigstens hell genug, das Spiel? Der Weg ist frei. Deine Eisriesen sind nicht mehr. Gute Arbeit. Dann lass doch mal sehen, was wir da haben. Außer würde ich es gerne mit dieser Mod spielen. Warte mal. Sonst. Jetzt nicht, mir ist kalt. Der bleibt jetzt am Eingang, glaube ich, stehen und. Steht dann da. Dauerhaft. Vorübergehend. Hey! Was jetzt? Tja, sieht übel aus, würde ich sagen. Am besten, du gehst vor und ich folge dir einfach. Hast du Angst? Quatsch hier keinen Blödsinn. Jetzt lauf. Von mir aus. Na dann los, hopp, hopp. Ja, so wie ich mit der Lebensenergie da reinlaufen würde. Mal gucken, vielleicht finde ich irgendwann noch eine Lösung. Kann jetzt auch mal spielen, bitte. Mal wieder auch spielen. Grammatikalisch keinen Sinn ergeben, diese Aussage. Kann ich jetzt auch mal wieder spielen, so. Haben die einen da unten nicht geholfen? Oder wechsle ich da gerade irgendwas massiv? Oder wechselst du was? Hey, du! Nein, ihr helft mir alle nicht. Seid ihr für Drachenjäger? Hey, du! So gut wie keiner jagt hier Drachen. Was ist denn das für ein Unsinn? Hey! Wir laufen einfach nochmal bis zum Morgen, damit ich nicht gar nicht sterbe. Langsam wieder Zeitverschwendung hier, aber extrem.
47. Tag, Alter. Bald 2 Monate. Haben immer noch nicht alle Drachen getötet. Auf jeden Fall einfacher als F-Zero X auch das Spiel. Also das hier nicht, wobei, ich glaube, F-Zero X ist leichter als das hier. Schwerer als das hier. Ach, leck mich. Und schwerer als Tesla war Limited ist F-Zero X auf jeden Fall. Ist nicht so lang vielleicht, wobei das hängt natürlich darauf an, wie gut man fährt. Hängt natürlich davon ab, wie gut man fährt. Na? Hey! Na, also müssen wir wieder alleine machen. Zwei ist wieder schwierig. Komm her, liebes Echsenmenschlein, bitte nur einer. Das ist nicht einer. Das ist doppelt so viel, also 11. Aber wenn man Glück hat und erst einen schnell platt bekommt, dann kann man den zweiten recht gut angreifen. Kriegt man das nicht hin? Oh. Pech gehabt, ne? 35. Hey. Hallo. Nein, nur einer bitte. Ach. Leck mich doch. So müssen wir immer gleich zwei kommen. Wenn natürlich Pech hat und zwei kommen und der zweite natürlich auf den Schaden macht und man den ersten nicht schnell genug tot bekommt, dann ja, verliert man halt schon den Großteil seiner Lebenspunkte. So, wo sind denn die Bauern? Ist doch morgen, die sollten hier doch Wasser verteilen, Wasser von mir bekommen. Wenn das der Reisbauer sieht, wird ihn alle in den Arsch treten. Wo ist der überhaupt? Ich habe ihn noch gar nicht. Ach, den habe ich getötet. Uff. Anstrengender Weg. Bau im Ass. Ist ein Teil leichter. Fisch. Weiß Bauer auch schon mal besseres Zeug da stehen. Oder war das eben Lefty? Hat sich stark verändert vielleicht. Nee, den habe ich. Haben sie extra nochmal ein Bett hingestellt, damit man nochmal heilen sich kann. Heilen sich kann. Komisch reden nicht tun manchmal. Spruchrolle. Ich weiß nicht, was für eine Spruchrolle, aber hier funktioniert Angst vielleicht nicht so gut wie beim letzten Drachen. Hat sehr gut funktioniert beim letzten Drachen. Das sieht aus wie so ein irgendwas permanenter Trank, so abseits wieder steht. Aber mein Glück ist das halt einfach nur wieder so ein normaler Heiltrank. Och, komm schon. Nix mal, alles nur wechseln hier. Das Problem. Ja, so also Radiosender würde ich, weil ich weiß, ich konnte meine eigene Musik reinstopfen. Bin mir da nicht mehr ganz sicher, aber wenn nein, würde ich den Radiosender einfach auslassen. Ich glaube, du wirst da
wenig Spaß sonst haben. Wobei, dir ist es ja eh egal. Wobei, du streamst jetzt auf YouTube. Also wenn das da längere Zeit da sein soll, dann... würde ich das schon empfehlen, dann auszumachen. So, bist du jetzt irgendein besonderer Trank? Ach, du rollst mich doch. aber das ist generell so ein Problem, glaube ich, in Rennspielen. Viel der Musik, die da läuft, ist halt... Spiel doch mal Need for Speed Underground mit Musik. Oh, oder Tony Hawk soll auch noch gut sein. So mit Musik. Kommt mal da hoch. Und ja, gibt's da was. Ich komm hoch und hier sind nur leere Fässer. Nicht mal eingelegte Gurken haben die hier. Es ist enttäuschend. Das alte Lager hat stark nachgelassen seit der Klimaabkühlung. Wie man die Musik entfernen kann. Ja, ich weiß nicht, wie gut die funktioniert. Nicht, dass die ja noch einen Haufen anderes Zeug mit entfernt. Zum Beispiel Stimme. Und ich frage mich auch manchmal, was genau die da entfernt, weil einige Sachen, die sie bei mir schon erkannt hat, waren definitiv nicht das Lied, das da angeblich spielen sollte. Ich bin nicht sicher, ob das eine coole Idee ist, das dann so entfernen zu lassen. Na gut, bei dir wird das Problem wahrscheinlich sein, dass es tatsächlich halt das war, was es erkannt hat, aber... das Erkennungssystem von YouTube funktioniert halt einfach nicht richtig. Und Fehlerkennung kannst du da auch keine melden. Oh! Okay, jetzt halt nur Wölfe, ihr geht, aber. Sagt er, wurde vom Wolf gekillt. Nee, die machen jetzt hier nicht genug Schaden. Die Investition in diese bessere Rüstung hat es schon gebracht. Sollten ja mal Schnee schaufeln, nee. Sind denn alle nur hin? Irgendwie. Geh doch mal weg, der scheiß Wolf. Mit seinem ganz normalen Nicht-Eiswolf-Fell. So, jetzt habe ich keine Schaufel dabei, sonst könnte ich mich hier mal rein freischaufeln. Wissen ihr wenigstens, wenn ihr eine Schaufel hier mitbringt, könnt ihr euch reinschaufeln. Nein, könnt ihr nicht. Ich habe es ausprobieren müssen, aber es hat geklappt, das Video ist online. Ja, es geht ja nicht nur ums Online-Sein, es geht darum, dass halt die Audiospur nicht gekillt wird. Und ich bin halt eher skeptisch, wenn das eine Fehlerkennung ist, was er schon ein paar Mal hatte, was er dann mit der Audiospur macht, wenn er da irgendwas entfernt, das gar nicht da ist. Oder irgendwas anderes ist. Kann man da nicht rein? Dann habe ich mir das eingebildet. Nee, können wir wohl nicht mehr rein, okay. Moment, ich habe da was gesehen. Da steht was, also muss man da hochkommen. Weiß noch nicht so genau wie. Vielleicht da drüben rum. Vielleicht haben sie sich da auch nicht so viel Mühe gegeben mit der Karte. Ne. Ich lege halt immer Einspruch ein und wenn nicht, dann
ist es ja meistens kein großes Problem, weil dann wird halt ein Haufen Werbung reingeballert, aber ich empfehle Ihnen Adblocker. Nee, das ist nicht der Weg. Hey? Aber oben liegt ein Trank, also muss man noch hinkommen. Wie ist nur die Frage? Wie? Und warum kann ich nicht flippen? Moment, falsches Spiel. Da komme ich dich hoch und da hält er sich nicht fest, ne? Hat sie doch da nicht festgehalten, oder?